Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Schalke 04, kurz nach der Trennung von Trainer Thomas Reis. Ich übergebe jetzt das Mikrofon an unsere Chefclowns Bing und Bong. Bitte. Menschlich festgefahren heißt dann aber zwischen der Mannschaft und dem Trainer oder auch zwischen dem Trainer und der Führung? Die Situation, die wir damit beschreiben, ist die, die wir analysiert haben. Ganz stark, Peter. Vor allem die Pause. Richtig dramatisch. Erklär doch mal den Zuschauern, warum du eigentlich noch hier sitzt. Weil die Situation für Schalke 04 schwierig ist, weil sie ambitioniert ist und weil wir diese Situation lösen müssen. Das ist etwas verwirrend, denn viele Fans sind eigentlich der Meinung, dass ihr beide, Bing und Bong, große Anteile daran habt, dass der Verein da steht, wo er gerade ist. Wir sind natürlich auch sehr unzufrieden, dass die Geschwindigkeit so schnell zugenommen hat, dass wir zu dieser Entscheidung jetzt mit aller Überzeugung kommen. Sie sind also absolut nicht der Meinung, dass es vielleicht auch an Ihnen liegen könnte oder Ihre Entscheidungen, die Sie getroffen haben, oder dass Sie vielleicht einfach inkompetent sind und diesen Job gar nicht verdient haben? Wenn ja, wieso? Weil wir nicht sagen können, dass wir da einen einzigen Schuldigen ausmachen können. Abgesehen natürlich von Thomas Reis, nicht? Wie ist das so, den einstigen Fanliebling auf dem Gewissen zu haben? Mir geht's sehr gut damit, weil gerade das eben sehr viel Verantwortung meiner Meinung nach mit sich bringt. Stark, Peter. Mein Löwe, mein Bär. Man könnte meinen, du wärst Spider-Man. Ich glaube, den Eindruck hast du exklusiv. Das war Konsens, ja. Ich glaube aber, dass wir damit auch schon... Gut, während Peter noch überlegt, was ist eigentlich mit dir da hinten? Du wirst gar nicht gefordert, wa? Da sind alle gefordert, da ist die Mannschaft gefordert, nun auch zu zeigen, was sie imstande ist zu leisten. Auf der anderen Seite müssen die Trainerkandidaten auch die entsprechenden Ausbildungen haben. Und der Fußballlehrer, wie wir sagen, oder die UEFA-Pro-Lizenz, wie man bei der UEFA sagt, die ist nicht so einfach zu erreichen. Das überrascht mich doch jetzt sehr. Dabei stehen Sie in diesem Verein doch wie kein anderer dafür, dass es keine Qualifikation benötigt, um einen guten Job zu finden. Das müsste doch eigentlich den ganzen Schulabbrechern da draußen wirklich Mut machen, sie hier zu sehen. Wie auch immer. Toni Lieto von der Dings. Kannst du verstehen, dass sich gerade Fans sehr, sehr große Sorgen um den Club insgesamt machen? Kann ich absolut nachvollziehen. Es liegt an uns. Ich bin dir gerade unglaublich dankbar, Peter, dass du es aussprichst, bevor jemand anderes das tut. Gut, hat dann vielleicht noch jemand irgendwie eine Frage? Oder können die beiden Pfeifendeckel jetzt endlich mal wieder abdüsen und uns Schande bringen? Keiner. Gut. Aber wie ich sehe, da braucht wahrscheinlich gar keinen Unterschied. Der Großteil der Leute ist sowieso schon längst weg. Na dann, haut da rein, Doppelkinn.